Teeny, 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 the man of the midnight. You can see my rainy coat of shine on the bro. Verflixte Klicks mit Lars-Erik Pausen. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Pausen und Florentin Will. Verflixte Hallo und herzlich willkommen zu dieser fantastischen neuen Ausgabe von Verflixte Klicks mit Lars-Erik Paulsen und mir. Das ist Florentin Will an meiner Seite. Schön, dass ihr auch wieder mit am Start seid bei dieser Show, bei der ihr mitmachen könnt, Gott sei Dank. Ne? Ja, ihr könnt das T-Shirt kaufen. Mal. Ihr könnt das fucking T-Shirt kaufen. So könnt ihr mitmachen. Die stapeln sich, die verflixte Klicks-T-Shirts stapeln sich bei uns im Lager. Kauft die Scheiße weg, die schimmeln. Ja, der Keller stand letztens komplett unter Wasser, niemand hat's gemerkt, weil die verflixten Klicks-T-Shirts alles aufgesaugt haben. Und wenn ihr eins davon haben wollt, dann schaut jetzt im Shop vorbei, denn das Zeug muss weg, ansonsten bricht dieses Gebäude irgendwann zusammen. Und weißt du, was dann im Wasser unter diesen ganzen T-Shirts lag? Das erste Video. Das schauen wir uns jetzt mal an, bevor wir natürlich erstmal schauen wir auf die Kronen. Come on. Come on, baby, gib mir eine Krone. Ja, Lars-Erik Pausen hat einen langen Weg durchgemacht. Würde man ihn auf einer Karte verfolgen, würde man wahrscheinlich schwindelig werden. Denn Lars-Erik Pausen ist vor langer Zeit so hart vom Weg abgekommen, dass man ihn nur noch mehr Satellitenbild finden konnte. Aber ist er auf dem richtigen Weg zurück? Letzte Woche hat er eine Krone bekommen. Aber reicht das denn, um zurückzukommen? Oder ist der aktuelle Trend immer noch in meiner Richtung? Wir sehen, aha, wer kommt denn da näher? Ich erdolche dich. Sobald ich durch dein Herz flocke, habe ich gewonnen. Nee, lass dir mal nach oben gehen hier. Da schön in dein Herz. Nee, der geht sobald jetzt er nach durch oben. Dein Herz durchgekommen ist. Er geht ist. Nach oben. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Ich habe auf den keinen Bock. Also die einen sagen, ich sei vom Weg abgekommen. Ich muss euch aber verraten, wie es wirklich war. Ich habe halt auch mal eine Auszeit gebraucht. Ich habe einen Jakobsweg gemacht. In der ganzen Zeit, wo du immer Punkte eingeheimst hast, war ich seelisch auf dem Jakobsweg und hab zu mir selbst gefunden und hab nochmal wirklich realisieren müssen, was für ein krasser Klicksspieler ich bin. Und jetzt weiß ich es wieder ganz genau. Und es gibt mittlerweile sogar auch Statistiken, die es belegen. Wir haben nämlich jetzt heute mal die Möglichkeit, auf die fantastische Statistik zu schauen von unserem lieben User. Ein absolutes Mammutprojekt angelegt, denn da hat jemand die gesamten Zahlen zusammengetragen, die rund um verflixte Klicks zur Verfügung stehen. Und wir können all diese Fragen, um die wir nur spekulieren können, heute ein für alle Mal mit wissenschaftlicher Präzision beantworten. Denn hier heißt es, wer hat die meisten Kronen? Lars mit wie viel? 18? 83? 83 Kronen für Lars. Aber ich sag mal so sieht das doch gar nicht so schlecht aus für mich. Also da finde ich, ist das Kronenbild erdrückender als das. 10, 14, 17. Das sind 17 Wochen. Das sind 4 Jahre. 66 zu 53. Wer hat die meisten Runden gewonnen? Auch interessant. Aha, das ist nämlich auch Lars. Können wir noch mal ganz kurz den Namen googeln? Wir wissen es natürlich, aber wir wollen ja, dass es noch mal hier präsentiert wird übers Studio. Es gab 7 Unentschieden. In der gesamten Geschichte von Verflixte Klicks gab es 7 Unentschieden. Und was sind die Zahlen rechts und links? Dann soll es jemand anderes googeln. 1042. Was? Um was geht's gerade? Wie oft du die richtig lasst, wie Runden du gewonnen hast. Du 1000 Punkte. Ja. 1000 Runden hast du schon geholt insgesamt. Weil, guck mal, wie oft sagen Leute, ich würde nur gewinnen, weil ich hier und da mal bei einem deutschen Video oder so die Fischkarte zücke. Ihr seht, ich gewinne die meisten Runden. Wer hat die meisten Punkte gewonnen? Oh, die Punkte sind aber noch ein bisschen ausgeglichen, ne? Larsi? Ja, das sieht nicht schlecht aus für dich. Ja, können wir da auch gerne mal die Werte haben? 1400, wow. 36. Und Lars für 1600 quasi. Also nicht schlecht. Im Verhältnis hast du auf jeden Fall mehr Punkte wahrscheinlich pro gewonnene Runde. Kann schon sein. Das findet ihr natürlich alles auch im Forum, im Verflixten Klicks Thread. Soweit ich weiß, ist das da alles verlinkt, falls ihr euch da mal gerne durchstöbern möchtet. Und hier haben wir Staffel 1. Die genauen Treffer haben wir. Episode 5, Tipp 13. Ja, da kann man noch mal richtig in Erinnerungen schwelgen. Vielen Dank noch mal an Nerius, der das hier alles zusammengefasst hat. Ganz wahnsinnig. Moment, was heißt Tipp 13? Das ist der 13. Tipp in der Runde gewesen, oder was? Nee. Weil 38 hast du geschätzt und es waren 38. Aber was heißt Tipp 13? Wahrscheinlich dein Tipp. Nee, das heißt wahrscheinlich
der 13. Tipp dieser Folge, nehme ich mal an, oder? Ja, das kann sein, weil wir hatten auf jeden Fall einmal bei. Ja, danke für die Markierung an der Stelle. Aber also, das heißt, du hast 38, dann 26, 13, 7, 66 war damit dein höchster direkter Treffer. Ich erinnere mich noch gut. 66 Pünktchen auf deinen Topf. Wow. Und jetzt kommt Florentin-Treffer. Viel mit mehr 49, als ich. Ja, aber guck mal, deutlich ist mehr. Das nämlich nicht auch eine Aussage? Deutlich die mehr. Genauen Treffer, da liege ich viel weiter vorne als du. Da hast du deutlich mehr. Mach das, 49, damit hast du den höchsten jemals genau getroffenen Treffer, waren 66. 66. Aber ist nicht das der beste verflixte Klickspieler, der häufiger genau trifft? Ja, das ist meine schon. Frage an dich. Nee, ich glaube, das hält das ganze Spiel am Laufen, weil immer wieder, wenn du einen genauen Treffer setzt, denkst du, okay, du bist ja doch noch gut, obwohl du 20 Punkte hinter mir liegst. Und nur durch diese genauen Treffer können wir hier überhaupt noch weitermachen. Und guck mal, spannend, die häufigsten Tipps, 111, 66, 33, 99, und das sind wie deine Schnapszahl. Ja, aber ich wusste nicht, 100 wusste ich nicht, aber sage ich häufig, ja. Ja, ja, 100. 333 natürlich, klar, ist das Keilerei. 16.000? 18 Mal haben wir schon 16.000 geschätzt. Ey, da kann man jetzt ein Psychologe herkommen und das genau analysieren, was das ist. Und bei dir? Ja gut, natürlich die einfachen Dinge. Ne? Die ja, 549. 5 ist die häufigste. Ja, peinlich. 8 nur auf Platz 5. Deine Lieblingszahl angeblich. Guck mal, du hast 42 mal 5 getippt? Jesus. Okay, das ist nicht kreativ. Guck mal, bei mir Lars? Sind richtig coole Zahlen. 7, ja, du bist höher. Du bist insgesamt höher, glaube ich. Zeitstelle, eine Abweichung von den Abweichung. Views. Schaut euch das gerne mal in Ruhe an. Da sind wirklich viele Perlen vergraben. Außer die Statistik, die jetzt kommt. Wer ist der echte Geierkönig? Da musst du noch mal ran. Ja, ja. Das ist statistisch aber ganz gesehen. Kurz, Lars hat hier gegeiert, ne? Also auch dir? Nee. Gut, das ist ein Beispiel, nee, also aber das auch ist in ganz dem wurde Lars ausgewählt. Ja, ich finde es ganz schwierig, die Art und Weise, also die Methodik, wie du da rangegangen bist, die finde ich unter aller Sau. Methodenkritik? Ja, ist es in dem Moment gerade, weil das ist völliger Quatsch. Ah, jetzt überschätzt oder unterschätzt? Unterschätzt und gewonnen, überschätzt und gewonnen. Lies noch mal ganz kurz. Also bitte. Man sollte eher unterschätzen, lese ich hier ab, oder? Man hat doppelt so häufig mit Unterschätzungen gewonnen als mit Überschätzungen. Du sollst eher überschätzen, nee. Nee, du sollst eher unterschätzen. Da hat man viel häufiger gewonnen. Ach, gewonnen. Ja, ja. Okay. Aha. Können wir noch mal ganz kurz die Geier-Statistik, lies das mal vor. Genau, Frage nochmal, Geier ist nicht ganz einfach. Wurde gegeiert, sobald ein Spieler seinen Tipp zuletzt abgibt und die Zahl näher am Tipp des ersten Spielers ist, als an der eigentlichen Viewzahl des Videos. In diese das zweite Spiel. Das kann ja auch in verschiedenen Situationen völlig legitim sein. Ja. Und deswegen ist es eine schwierige Statistik. Aber alles andere ist absolut überragend. Vielen, vielen Dank für diese Mühe. Das ist ja unfassbar. Absolut. Ich glaube aber, Geiern ist mathematisch schwer zu erschaffen, weil Geiern hat ja auch was mit einer charakterlichen Schäbigkeit einfach zu tun. Und ich glaube, da kennst du dich auch einfach gut aus. Ja. Und da ist, glaube ich, einfach ja, das ist ein Ruf, präzise. Der mir nachhängt, ja. Ja, aber auch zu Recht. Hast du mal darüber nachgedacht, warum eigentlich? Warum dich jeder mit dem Attribut schäbig ja, vielleicht zeichnet? Bin ich einfach ein schäbiges Untier. Also, lest Video. Das gerne nach. Vielen, vielen Dank für diese Fakten. Werden Nereus. Sie uns verbessern? Nereus. Ah, Nereus. Nice. Sehr schön. Im Forum. Werden wir uns daran halten oder werden wir weiter mit unserem jahrzehntelangen geschulten Instinkt tippen? Das seht ihr in dieser Folge Verflixte Klicks mit dem ersten Video. Wir steigen ein in die wunderbare Welt der Murmelbahnen. Man muss aber auch dazu sagen, dass schon viele Statistiker in der Geschichte von Verflixte Klicks sich an dieses Phänomen Geierkönig rangewagt haben. Und einige sind schon gescheitert. Es gab da schon diffizilere Modelle, aber es hat noch keiner wirklich erörtert, wer der richtige Geierkönig ist. Damals der Eklat in Malmö, als die komplette Presse die Bühne gestürmt hat. Ich weiß es noch, das waren Eklats. Die Selbstentzündung der Wissenschaftler damals. Ja, das sind unschöne Szenen, aber auch ganz geil eigentlich. War auch ganz witzig. Okay, wir gucken ins erste Video rein. Es ist eine Murmelfahrt. Es ist eine sehr hektische Murmelfahrt. Man merkt, der Kameramann versucht, das eher trübe Geschehen ein bisschen aufzupeppen. Das kennt man zum Beispiel von dieser Sendung hier. Also das, die Trickkiste kennen wir und haben wir bis zum Boden ausgereizt. Von wir daher, sind die Murmeln von Rocket Beans TV. Ein bisschen schon, ja. Wir rollen auch immer tiefer und tiefer. Ja. Und also ist eine Murmelbahn. Die Frage ist, wir, glaube ich, sind in Italien. Pista per bilia complessa con tre Risalite. Murmelbahn-Podcast ist es nicht. Also Murmelbahn ist ein wunderschönes Wort, oder? Murmelbahn. Murmel. Ja, Murmeln hat auch was Schönes. Murmelbahn. Vor allem, man hat das Verb murmeln, das nichts mit der Murmel zu tun hat. Ne? Das ist schon merkwürdig. Gar nichts, So, jetzt die Schätzung. Überschätzen. Nein, wir lassen uns nicht von Statistiken trüben. Du kannst vor allem als Erster auch nicht unterschätzen. Nee. Ich hab Guts. Ich hab ein Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl. Das darfst du nicht machen. Wieso stellst du denn das immer hin? Das darf ja nicht sein, Leute. Nee, wirklich. Das hast du da hingestellt. Mein Bauchgefühl sagt mir einfach jedes Mal, welche Schätzung die richtige ist. Und meist hat sie halt gestimmt. Und deswegen sage ich jetzt in diesem Moment
Oh, jetzt will ich mal ganz. Wir sehen die Hand. Ist aber auch ein interessantes Spiel, oder? Irgendwo eine deutsche Hand. Ist das eine deutsche Hand? Ich wollte gerade sagen, Beans Hand? Holprige Hände. Ist das nächstes Format? Wir sehen eine Hand, müssen schätzen, welche Nationalität und welches Alter. Nee, das ist ein 60-jähriger Däne. Okay. Das sehe ich doch sofort. Ja, man kann natürlich auch seinen dänischen Vater fragen. Ich sage, dieses Video hat. Können wir das als Hintergrundbild kriegen? Das hier ist Lars drin und ich bin die Murmel. Können wir das machen? Hier, das ist das klassische Lars-Gesicht. Gequetscht dann? Achso, das ist meine Nase. Gesicht. Nee, ja. Das bist du. Ja. Dann kommen halt hier noch irgendwie Kinder Augen rum und so. Ja. Und einen wuchtigen Bart, ne? Also einen super männlichen Bart. Ja. Hm? Mhm. Da würde ich gerne mal rein. Da ist nicht so viel. Ich würde gerne so klettverschlussmäßig mich so an dich dran kleben. Und dass wir dann den Rest unseres Lebens zusammenleben. Das fände ich witzig. Also viele wünschen sich ja nach dem Tod eine Seebestattung oder ähnliches. Ich wünsche mir, dass meine Asche in Florentin Wills Haaren verteilt wird. Ja. Bart und dass ich mir damit die Haare wasche. Und ich möchte ja ganz kurz für die Nachwelt festgehalten, falls ich eines Tages sterben sollte, ich will eine Klettbestattung. Ich will komplett weggeklettet werden von vorne oben bis unten. Wegklett von Kopf bis Fuß. Also ich dachte, du meinst diese Samen von Bäumen, die so Klett-Dings sind, dass du damit beerdigt wirst. Schmeiß gerne ein paar rein, ich meine aber eher Klettverschluss. Klettverschluss. Ich will direkt, baut eine Gruft und ich will von unten an die Decke der Gruft rangeklettet werden. Okay. Sodass die Leute, normalerweise stehen sie ja bei Beerdigung und gucken nach unten. Nicht bei mir. Bei mir gucken sie hoch nach oben. Gucken, ja? Wer, ja, wer klebt bei mir denn gucken da? Sie nach oben. Weil Leuten geht's auch besser, wenn sie nach oben gucken. Und ich glaube, dann ist die Beerdigung ein bisschen cooler, wenn alle nach oben gucken. Da ist ja eine Disco-Kugel und so eine Lightshow und so. Ich glaube, das wird eine geile Beerdigung. Freue ich mich drauf. Habe ich Bock drauf. Aber wie heißt eigentlich eine russische Beerdigung? Totskoi. Leo Totskoi. Moskau-Leum? Ja, verdammt gut. Verdammt gut. Ja, was schätzt du? Also, nee, können wir da eine Statistik machen, wer die besseren Russen-Gags macht? Das würde mich eher interessieren. Da geht's nicht, es geht hier nicht um besser, es geht darum, kriegen wir die 365 Tage voll, um einen Kalender zu machen. Ja. Wo sind wir gerade? Ich glaube, wir sind gerade bei 12. Also, wir brauchen noch machen ein paar. Wir doch Monat für Monat. Der Kalender, oder? Dennis, ja. Leute, wir brauchen schon langsam was, wenn das dieses Jahr noch rauskommen soll. Wer ist denn Dennis? Ich sage, dieses Video hat 146 Klicks. Bam. Nein, da bist du weit ab vom Weg. Ich bin hier viel tiefer angelegt. Du kennst mich. Ich bleibe meinem statistischen Herz treu und sage, wir sind hier im Bereich von 9. Neune. Du hast die Fremdsprache verlernt, Florentin Will, und das kostet dich den Sieg. Ich sage 146, Florentin Will sagt 9, wir lösen auf. Nuovo in comprocento. Wer ist näher dran? Sigrano! Cagliawente! Nächstes Video. 200. Zu Recht. 200 Leute schauen sich das an und Seriously hängt immer noch bei 80 Klicks oder was? Jetzt hör doch mal endlich auf. Reißt euch mal zusammen, Internet, wirklich. Ich verdiene jeden Monat locker 2 Euro durch Seriously immer noch. Ich muss dir davon ja noch was abgeben wegen Plonquest. Allerdings, ja. Ich glaube, wir wissen alle, wie das ausgeht. Holzbrett und eine Drohne. Erinnerte mich gerade an diesen Stromschocker, weißt du, der immer so Blitze in seiner Wohnung gemacht hat? Ach, der war geil. Oh, aber nimmt er das Brett mit? Nee, oder? Oh, kommt jetzt eine Musik-Song? Oder ist es wirklich wissenschaftlich? Der hat ja irgendeinen, das ist ein Akku, ach, der lädt den und dann geht's los. Und der zieht das Ladekabel selbstständig ab, wenn er abhebt. Oder er will das ganze Brett aufheben, vielleicht? Oder der Akku bleibt da hängen? Oder ist ein Porno? Ist das nicht ein geiles Vorspiel zum Porno? Schafft die Drohne es, die 200 Gramm Holzplatte hochzuheben? Nein! Okay, dann sollten wir das Video vielleicht doch nicht hochladen. Okay. Also ich glaube, sinnbildlich für Fail. Das sind Fail-Videos, die ich mir reinziehen würde. Das sind wirklich, aber das sind gefailte Erfindungen, die nicht funktioniert haben. Das sind Fail. Nee, klappt leider nicht. Schade drum. Du musst anfangen. Suavemente. Auch sinnbildlich für dieses Format, würde ich sagen, oder? Ja. Wirklich, wir stecken all unser Herzblut rein und komm, wir heben ab, 100.000 Klicks, komm schon! Nee. Ambitioniert, aber am kleinsten Hindernis gescheitert. Das hat ist ein Stück Holz gescheitert. Warum hat dieses Holz mehr Klicks als wir? Also, im Titel steht erstmal Part 1. Was weil ihr nicht liked! Part 1 ist immer so die Sache, der erste Teil einer Reihe hat oft die meisten Klicks. Und Drohne im Allgemeinen, glaube ich, ist ein Klicker.
Auf der anderen Seite ein misslungener Drohnenstart wiederum, glaube ich, gibt harte Klickeinbußen. Das wollen die allerwenigsten dann wirklich sehen. Von daher auch hier die Hände, was sagst du hier, holprige Hände? Schönes, so ein Armbändchen? Könnte ich mir gut vorstellen bei dir, wirklich. Ich finde sowieso, du bist ein Goldtyp. Ja, wirklich? Ja. Ja, ich habe ja lange eine goldene Armbanduhr getragen, bis mich irgendwann Nils Ruf darauf hingewiesen hat, dass es eine Damenuhr ist. Ja, und er hat seine Damen-Sonnenbrille bei mir im Auto liegen lassen und dann gab es Streit mit meiner Ex-Freundin. Haben wir alles schon in Folge. Aber können wir irgendwann nochmal auspacken? Aber warum hast du mich damals so hart ausgelacht, als ich dir goldene Uhr getragen habe und sagst jetzt, ich wäre ein Goldtyp? Ja, aber warum war ich dann nicht? Ich habe dich auch ausgelacht, wenn du freaky Schals und so getragen hast. In Wirklichkeit wollte ich dich nur stärken für die Welt. Und schau, was aus dir geworden bist. Ja, ich bin modisch komplett zurückgeblieben. Ich habe damals versucht, mich auszuprobieren und wurde von dir einfach wie so ein Maulwurf. Nein. Ich habe dich immer und überall unterstützt und das weißt du. Du hast mich ausgelacht, als ich die Armbanduhr getragen habe. Floss es ab. Gut, aber gut, wir haben zum Glück einen nachbestellt. Kann der bitte hier reinkommen? Er hat schon beide Flossen weg jetzt, ey. Aber er muss auch viel trommeln. Vielleicht ist er dadurch schneller. Vielleicht ist er dadurch schneller, aber weniger manövrierfähig. Also, apropos wenig manövrierfähig, das trifft auch zu auf Lars-Erik Paulsen und dieses Video. Ich glaube, wir sind hier im Bereich von Part 1. Kann es natürlich eine Reihe sein. In Part 7 hebt er ab. Na komm, jetzt schätz mal. 62 Klicks für diesen Drohnen-Hit. Weißt du, was das große Problem ist? Wenn das Projekt irgendwann funktioniert hat bei Part 4 und dann will, und das ist total die Mega-Sensation, dass er das hochfliegen konnte, und dann will es natürlich jeder sehen. Wie es angefangen hat, ja, das stimmt schon. Genau. Aber so dieses ganz dünne Goldkettchen, das hat schon was, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob ich doch nochmal switche und sage, du bist ein Silbertyp. Ah, weiß ich nicht. Ja. Silber, so ein dicker, fetter Silberring. so Schreckringe. Aber so ein Armbandring. Also nicht einen Fingerring, sondern wirklich einen Armbandring. Ja, oder so einen Choker. Ich will mit so einem Choker so einer ganz engen Silberkette um den Hals sehen. Ja, wenn du es sagst, du kennst dich da besser aus. Würde mich ein bisschen geil machen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich kenn mich da nicht so gut aus, aber ich vertraue dir erstmal. Also ich glaube wirklich, dass es irgendwann funktioniert hat und deswegen sind wir bei 333 Klicks. Eine Schätzung, die ich bisher noch nicht genannt habe. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, was mir eingefallen ist, YouTube-Videos, hast du ja vollkommen recht, ne? Das erste Video hat noch am meisten Klicks. Bei Kinofilmen ist es doch wahrscheinlich eher umgekehrt, oder? Ja, Fluch der Karibik 3 hat doch bestimmt mehr Zuschauer gelockt in die Kinos als Fluch der Karibik 1. Du schaust dir nicht Teil 3 an, wenn du Teil 1 nicht gesehen hast, wenn du die Leute nicht kennst. Ich glaube, die rechnen immer. Teil 1 hat Betrag X eingefahren und die haben wahrscheinlich so eine Formel, sagt, naja, der zweite Teil macht in der Regel so 70% vom ersten. Lohnt sich das? Ja, produziert. Bam. Einmal bitte gekauft. Die Geldkanone an und los geht's. 62 zu 333. Wer von uns hier näher dran liegt, das seht ihr gleich. Bitteschön. 177.000. Das Ding ist irgendwann in die Luft gegangen. Hat dann im Part 3 ein Auto hochgehoben. Und dann sagt er, ey, wollt ihr mal sehen, wie wir angefangen haben? Schaut mal hier auf Part 1. 177.000. Das haben nicht mal alle verflixte Klicks-Videos zusammen. Hey, wirklich, unterschätze niemals die Drohne. So, jetzt kommt so ein richtig. Das ist ein verflixtes Klicks-Video. Das gefällt mir. Das sind die Drohnen. Von früher noch. TV Total. Gute Sendung. Ist ja meine Musik. Aber auch wirklich eine der schäbigsten Pepsi-Werbungen, die ich je gesehen habe. Also, ich weiß auch nicht, warum die sich nicht mehr einfallen lassen können, die Marketing. Ja, das war Part 1 von der Pepsi-Werbung. Und wenn du sehen willst, wie alles begonnen hat, schaust du dir das Video nochmal an. La Fuente de Carosola. Ich mache ja immer, wenn ich mir zu Hause ein Gericht koche und es ist ein Gericht typisch für eine Nation, dann höre ich wirklich traditionell die Musik dazu. Oh, du bist also, wenn ich ein mexikanisches Gericht koche oder kubanisches, dann schaue ich in der Spotify-List zum Beispiel Cuban Music. Und dann höre ich mir das an beim Kochen und auch beim Essen. Du bist so ein fucking Lars, ey, wirklich. Und dann tanze ich dazu. Und ey, ich wirklich. Als du mich das letzte Mal zu deinem Paella-Abend eingeladen hast, habe ich mir wirklich kurz gedacht, gehst du hin, wird ein netter Abend. Zum Glück habe ich so getan, als wäre ich krank. Weil da bestimmt wirklich dann so Flamenco-Musik und ja, aber ich habe dir doch noch die Tupperware vor die Tür gestellt. Hast du die gegessen noch? Weggeschmissen sofort. Alles, was in Tupper kommt, ist ja widerwärtig. Oh, aber in welchem Land sind wir hier? Mexiko. Also, ist durchaus eine gesellige Runde. Aber warum sollte man das filmen und oder dann anschauen? Auf jeden Fall Mexiko.
Ziemlich sicher. Ich muss wieder anfangen mit der Schätzung. Wir haben hier im Titel MOV 0031, ist also nur für diese Feiergesellschaft gedacht gewesen. Vielleicht im Familienchat rumgeschickt worden. Und deswegen sind wir hier. Ja, das ist eine große Gesellschaft, ne? Die haben das alle gesehen hier. Deswegen sind wir bei 31 Klicks. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Glaubst du mehr oder weniger? Vor allem der Abend ist ja viel länger. Das ist MOV 0031. Wie viele Videos sind da entstanden? Du hast zwar recht, so eine WhatsApp-Gruppe in der großen Familie kann natürlich schon Klicks generieren, aber dann nicht auf YouTube, dann auf WhatsApp so. Lad's als Guck Video mal. In WhatsApp hoch. Guck mal, ganz kurz nochmal zur Geier-Statistik von vorhin. Im Video davor, ne? Du hast irgendwas mit 20 oder so, ich habe irgendwas mit 100 oder so geschätzt. Oder 300 und die Wahrheit war 170.000. In dem Fall würde es heißen, ich hätte gegeiert, weil meine Schätzung näher an deiner war als an der tatsächlichen. Und das ist das Problem an der Statistik. Ich habe doch in der letzten Runde nicht gegeiert. Und das möchte ich jetzt, dass du das in die Kamera sagst, das stimmt. Sag einfach nur, das stimmt. Du bist ein schäbiger Kerl. Mehr sage ich nicht. Stimmt nicht ganz? Ich sage noch was dazu und zwar 22. 22. Wait a second fucking minute. 22. Was? 22. Hier runter. Guck mal, und jetzt kommen wir zur folgenden Problematik. Wenn das Video jetzt 20 Millionen Klicks hat, hab ich gegeiert. Guck mal, erstens kannst du nicht rein. Aber ich glaube, was dich vor allem so schäbig macht, sind den schäbigen Versuche, immer den anderen reinzureiten. Akzeptier doch einfach mal, dass du charakterlich schwach bist. Ach, ist es ein schäbiger Versuch? Jeder hat Schwächen. Ist es ein schäbiger Versuch, weil man bei einer Wahl verliert und dann sagt, warum man verloren hat? Hä? Dass die ganzen Sachen gekauft wurden? Dass man betrogen wurde um die Wahl? Ist es das ein schäbiger Versuch, ja? Ja, wenn du dem Gewinner vorwirfst, dass er irgendwas Billiges gemacht hat, ist schon ein schäbiger Versuch. Natürlich. Du bist charakterlich schwach. Arbeite an dir und komm nächste Woche wieder. Ja gut, dann geh ich halt. Wir schauen mal rein. Weiß gar nicht, was ich sonst tun soll jetzt um diese Uhrzeit. Ich muss hier bleiben. Nein, bitte, du bist 22. Alter, das ist wirklich die geierste Shit. Ja, da kommen die Qualitäten dann doch schon langsam raus. Ne? Also die Statistik sagt es, ein direkter Treffer ist nicht mehr so ganz unwahrscheinlich. Aber ganz kurz, ne, wenn du das jetzt genau getroffen hättest, dann wärst du einfach der Geier der Nation. Nein, das hat mit Geier nichts zu tun. Warte mal ganz kurz. Jetzt sagst du, du hast einen Punkt, finde ich gut. Sag mal ganz ehrlich, hast du gerade gegeiert? Nein. Okay, warum nicht? Weil der Abstand zu groß ist im Verhältnis zu der Zahl. Ich habe 30 gesagt, du hast 22 gesagt. Ja, das ist ein Drittel. Also, das ist immer noch nicht raffst. Du raffst es echt immer noch nicht, oder? Du bist echt komplett. Du bist wirklich also du bist komplett lost. Komplett so vom Weg abgekommen. Du bist wirklich außer. Nimm deinen Punkt und halt außer Rufreichweite. Gosh, halt Lars, du bist außer Rufreichweite. In this video we will be working on our word search and also as part of the assignment for this Friday, you will be able to record yourself reading any paragraph. Ja, was ist für eine Schrift jetzt? Bin ich natürlich gefragt, ne? Or from the previous lesson. So any previous lesson, maybe this one, you just choose a paragraph and then you read it as part of this assignment. So let's get into it. Nicht so schnell. Today, inshallah, we need to find these words. Thai, so oder I'm was? Gonna nee. Start with the first nee, das word ist eine Schrift, here. Die ich nicht kenne. Aus. Ism means a noun. So this is the word in diagonal, ism. Okay, let's try to find the next word, asma. Asma? Asma means Ach, Arabisch nouns. Oder was? Ja, natürlich ist Arabisch. Ach, guck mal, weil die von rechts nach links lesen, macht ihr auch die Aufzählung von rechts nach links. Ja. Aber wenn da steht Entertainment with, dann von links nach rechts, oder was? Okay, there is it. Die Anweisung ist links nach rechts, aber die Aufgabe rechts nach links, oder was? Aber haben die dann auch einen anderen Schrägstrich? Aber laufen die auch rückwärts? So you need to find fa and ein. There it is. Okay. Let's try to do afaal. Which means verbs. Sabah al-khair, sabah al-khair, masalama. Ich habe hier leider Mausprobleme. Oh nee, es ist immer ganz schwierig. Was gibt's noch auf Arabisch? Mashallah. What? Inshallah. Was ist denn? Sorry. Ja, wir haben hier ein massives Problem. Nee, alles gut. Ich hätte jetzt den technischen Support gerufen. Ey, das Fischkarten-Mauspad?
Mhm. Ist das ein Verkaufsschlager? Mhm. Habt ihr noch Mauspads? Mhm. Mal ganz kurz ein M in Chat, falls ihr Mauspads habt. Ein MMMMM. Vier M's in den Chats, falls ihr ein Mauspad habt. Und fünf, wenn ihr keins habt. Fünf, wenn ihr keins habt. Oder vier N's. Das macht die Auswertung. Vier N's für Nein, falls ihr keins habt. Macht die Auswertung richtig einfach dann. Also, im Titel heißt es Friday 1815. It's Friday night. Saturday, Friday, Sunday break. Friday, don't you wish it's Friday? Also wir haben, ja, das ist eine Lektion von einem iPad oder so mitgeschnitten. Also das ist so eine Lösung von so einem Arbeitsblatt. Ja, ich glaube, es gibt schon viele Leute, die Arabisch lernen wollen und na, dann schätz mal. Das machen. Aber es gibt keine persönliche Ansprache. Es ist sogar am Anfang, sieht man sogar noch. It's Friday night. Gefällt, ich glaube, nicht, das, ne? Ist einfach eine Arabischlehrerin, die wahrscheinlich für ihre Klasse dieses Arbeitsblatt auflöst. Ah, im Zuge der Homeschooling-Nummer oder was? Und dann denke ich, dass es nicht so viele Klicks haben wird, weil wenn das jetzt irgendwie so ein Internet-Tutorial wäre, ja, aber wenn das extra für eine Klasse ist, glaube ich eher nicht. Ich glaube, wir sind hier bei. Uff. Bei 89 Klicks. 89 Klicks. 8, 9. Einer von uns beiden wird sich über die Antwort freuen. Aber einer auch eben nicht. Nö, ich glaube nicht, dass es so viele hat. Dann schätzt weniger. Ja, mach ich auch. Runter. 40. Nimm den statistischen Weg und geh runter. 40. 89 zu 40. Einer von uns beiden blamiert. 40. Aber wer? 40, come on, baby. Touch my soul. Tu es Ausgleich. Rip my heart out. Yes. I'd like, come on. Hm? Hm? Was ist das jetzt da? Vierter, erster. Vierter, 40. Sag, 9 und. Ist nicht 40. 9 und was? Hm? Nee, it's Friday. Oh! It's Friday night. Schnabberdi, schnuppab, boom. Okay, 9 Klicks ist traurig. Aber da liegt was in der Luft, merkst du es? Es ist so eine gewisse Schwere in der Luft, so eine gewisse, ein Vibe. So eine runterziehende Stimmung, ja, so eine gewisse, so ein gewisses Gewicht. Ja, ja. Ja, ja. Okay, Titel ist Oh, habe ich zwar gestern schon bei GeoBattle erzählt. Mir wurde auf YouTube ein Kanal angeboten, der geht zu random Leuten und mäht den Rasen. Ah. Halbe Stunde lang kannst du zuschauen, wie er fremden Leuten den Rasen mäht. Ja, finde ich gut. Und das ist, glaube ich, auch sogar ein Video davon. War das was für dich? Also der Titel. Bist du ein Rasenmäher-Fan? Nee, überhaupt gar nicht. Ich mag den Geruch, ich würde ihm gerne folgen und riechen oder so auf dem Rasenmäher drauf sitzen. Aber selber mähen ist nichts, nee, ist nicht meins. Also, der Titel lautet I woke up in a random place. Könnte natürlich ein verqueres Kunstprojekt sein, aber schwierig. Wo ist das denn mit Möwen in der Stadt oder was? Ist das so eine Hafenstadt? Ist das wahrscheinlich, ja. Was ist das denn? Hamburg. Was steht denn da hinten? Sieht man nicht, ne? Ja, ich schätze, es ist USA. Die USA. Ja, I woke up in a random place. Und dann aber noch IMG. 0161. Also das ist ein Indiz dafür, dass es nicht viele Klicks hat, aber das davor finde ich. Nein, es wird nicht viele Klicks haben. Wir sind hier bei schlappen 21 Klicks. Es ist ein ganz merkwürdiges Video. Man hat sowohl den Dateititel noch im Titel, als auch einen beschriebenen Titel. Das hat weniger, das hat weniger. Wir sind morgen bei Alles Mögliche falls zusammen. Ich sag noch mal 9. Also es hatte gerade auch schon 9, deswegen hat das jetzt neue Statistik, würdet ihr nicht verstehen, glaubt mir einfach. Hast du das schon mitbekommen, dass wir morgen beide da sind? Ja, ich bin nicht im Studio, wenn du da bist. Aber ganz sicher nicht, ganz, ganz sicher nicht. Aber auf, kann ich in ein anderes Studio gehen und dann machst du es trotzdem? Nee. Anderes Gebäude? Nee, setz da irgendwie so einen Luftballon mit meinem Gesicht drauf. Zu Hause, wenn ich das von zu Hause mache? Gar keinen Fall, nee. Ich werde nie wieder in der Sendung mit dir sein. Wir lösen auf. 9 zu 21. Das gibt richtig Punkte für mich jetzt. Und zwar 21 an der Zahl. Tu es, bitte. Come on, baby, show me. Oh, aber heute, da ist einiges möglich. Heute ist alles möglich. Wirklich. Glaubt's mir.
Ah, oh, geil. Das aha, ist ein geiles ach so, Video. Ach so, ach so. Nee. Hä? Das ist ja mega gut. Ah, okay, es geht jetzt gleich. Oh. Alter, ist das gut. Mach doch mal weiter, dann geht's doch auf 1 und im März. Ja, aha. Ach, oh! Nein! Undercover. Undercover-Kärtchen, meine Damen und Herren. Ja. Oh, du warst, können wir noch mal einen Finish später sehen mit Zeitlupe? Du ich warst dachte wirklich mir, ich dachte mir aber sofort, schneller. Ich dachte mir sofort, das ist das Undercover-Video. Vielen Dank für die Einsendung, aber ich glaube, da ist der Gedankengang klar. Jemand hat so ein Ding zu Hause rumstehen, hat letztes Jahr schon beobachtet, oh geil, das rattert da um und hat das jetzt wieder beobachtet. Ach Mann, wie schade. 28. Februar auf 1. März. Klapp, 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 schalt ja. Geil. Ah, herrlich. Tolles Video. Tolles Video. Hä, nee, eben kein Schaltjahr. Ja, oder kein Schaltjahr, keine Ahnung. Ja, eben, eben kein Schaltjahr. Ja, okay. Aber trotzdem was Besonderes. Ja, ich muss jetzt natürlich treu bleiben meiner Einschätzung des Undercover-Videos und sag natürlich, das wird nicht allzu viele Klicks haben. Das hat der gute Joachim hochgeladen. Und das hat natürlich nicht wahnsinnig viele Klicks bekommen, aber er hat natürlich schon seinen Kumpels gesagt, Leute, klickt da bitte mal drauf. Und der hat aber einen kleinen, aber in sehr engen, aber sehr kleinen Freundeskreis. Also intensive Freundschaften, wirklich durch dick und dünn gehen. Da kann um 5 Uhr nachts kann der Joachim irgendwie die Annabelle anrufen und die sagt, ich bin da für dich, kein Problem, ich komme rüber, setz mich auf mein Tandem und hol dich ab, kein Ding. Aber dafür halt nicht so zahlreich. Aber ich meine, es ist die Frage, willst du wenig gute Freunde haben oder willst du einen riesen Freundeskreis, eine komplett lang gefüllte Kontaktliste? Aber es sind eher so oberflächliche Freunde, die dir im Zweifelsfall nicht zustehen. Also, na, möchte ich nur mal gesagt haben. Von daher würde ich sagen, wir haben hier nicht allzu viele Klicks und es sind 11 an der Zahl. 11. Elfe, elfe. Wenn das nicht das Undercover-Video wäre, dann wäre das schon ein Riesenzufall, weil im Titel steht es auf Englisch to First March und in Wirklichkeit ist es bei März. Sobald wir das gesehen haben, wollten wir es zücken. Natürlich ist es das Undercover-Video. Jetzt ist die Frage, wie oft hat er da drauf geklickt? Ich glaube, das ist jemand, der sich traut, da richtig drauf zu klicken. Der klickt da. Der hat den Mut, meinst du? Ja, der geht in jedes Internetcafé Deutschlands, um da einmal in beide zu klicken. Und deswegen sind wir hier durchaus bei unseren 21 Klicks. Hast du schon mal echt schöne Stunden in einem Internetcafé verbracht? Ja, klar, natürlich früher. Ja, in Neuseeland. Ja, du bist in den USA. Wirklich, auch. Du kannst so einen Lars-Computer programmieren. Ja, wirklich. Klar. Der hat so 3 Sätze und egal, was du fragst, da kommt einer. Ja, in Neuseeland. Ja, da wurde ich von einem Taifun fast ertränkt. Und Tsunami. So Tsunami. Und ja, ich koch gerne. Und ich spiele Geogesser. Aquarium. Aquarium. Ja. Und meine Schulter. Ja, aber der Florentin will, der ist ja so breit gefächert. Ich kann nicht mit dir tanzen gehen, weil meine Schultern ausrenken. Als Kind bin ich mit dem Ross in den Wald geritten und hab mit dem Pfeil und Bogen geschossen. Oh, das war so schön. Hast du das Gefühl? Internetcafé muss ich nicht gehen, weil ich hab damals, kennt ihr noch das Modem? Da habe ich aus was rausgebastelt und hab dann ISDN draus gemacht, einen Anschluss. Als ob ich in den Spiegel schauen würde. Wirklich, ist das ein Spiegel oder ist das eine Glasscheibe? Ist das ein Spiegel? Ich kann es kaum. Also 21 versus 11. Wir lösen auf. Ist es wirklich das Undercover-Video? Come on, es sind 3 Pünktchen! Come on, baby, come on, baby, come on, baby, light my fire. Nein! Come on, baby, light my fire. Joachim! Jo, 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 Achim. Max. Ah, Maxa, Max. 1.3.21. Das wird schon höchstwahrscheinlich das Undercover-Video gewesen sein. Dafür kriegst du dann einen Punkt. Ja? Das heißt, du hast jetzt eigentlich dieses nur dumme 3 Punkte für Deutsche ist so bescheuert. Wie? Warte mal. Warte mal kurz. Habe ich 3 Punkte bekommen? Ja, weil es ein deutsches Video ist. Nein, 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 nein. Nee, 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 nee. Habe ich 3 Punkte bekommen? Ja. Aber ist es ein deutsches Video? Weil der Titel war Englisch. Naja, aber wenn es das Undercover-Video war, dann zählen ja die 3 Punkte nicht. Warum das denn nicht? Weil es immer ein deutsches in Deutschland ist. Haben wir doch irgendwann mal gesagt. Ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich. Nee, du hast recht, das haben wir gesagt. Wir haben gesagt, Undercover-Video gibt nicht 3 Punkte.
Aber, ja, aber dann weiß man, müsste man ja schon wissen, ob es undercover-Video ist. Aber die Frage ist, wäre das auch so ein deutsches Video gewesen? Weil nur weil das Objekt, das zu sehen ist, deutsch ist. Also Johanna meinte, wenn man es erkennt, dass es ein deutsches Video ist, dann. Ja, aber was heißt deutsches Video? Der Titel ist Englisch. Nur weil das Objekt, wenn da jetzt irgendwie ein Mercedes ja, steht und weißt das ist ein deutsches Objekt. Ja. Weißt du was? Ich will die Punkte auch nicht. Ja, ich will keine drei Punkte. Gibst du mir. Dann gibst du mir. Das geht wahrscheinlich jetzt nicht mehr, das zu korrigieren. Aber dann müssen wir es halt später abziehen. Da müssen wir zwei. Wir haben noch, eine Diesel-Nummernmaschine. Die ist ein bisschen unflexibel. deswegen geht das nicht. Wird jetzt alles auf Solar-Nummernschilder, Nummernbetriebe umgestellt. Also gerne abziehen, genau. Ja, finde ich fair von dir. Finde ich fair von dir. Ich bin immer scheiße fair. Nee, bei dir fällt es besonders auf, weil du sonst so schäbig bist. Aber es ist eine schöne Ausnahme. Also wir haben hier eine Military Boots Review, also ein Militär-YouTuber. Dir traue ich zu, dass du das auf meinen Grabstein meißelst, dass ich schäbig bin. Ja. Lars Paulsen, 1989 bis 2022 schäbig. Ja. Aber so alles in schöner Schrift und du dann so ein, ja. Hab ich früher im Wald, als ich mit dem Ross draußen war im Wald, habe ich so eine Meißel, so ein Ja, das habe ich nicht gelernt, als ich früher draußen war, dass Speer. Du mit so einem Meißel und einem Hammer, wenn du da wirklich das so ein bisschen unter Kontrolle hast, kannst du eigentlich alles überall reingreifen. Das ist echt spannend. Cool. Wirklich toll. Cooler Typ. These fit true to size. Ja. Yeah, put them on, like I said. Also ich glaube, Militärschuhe und sowas ist natürlich so ein Thema für so Outdoor-Freaks, die irgendwie so Soldaten sein wollen und irgendwie da durch die Leute, durch die Wälder gehen und die Gebirge gehen und so. Aber der ist jetzt, glaube ich, was. Ich glaube, da gibt es bessere YouTuber, die sowas reviewen, mit einer persönlichen Ansprache, Intro, Outro, Avatar und so weiter. Aber das könnte trotzdem natürlich eine Menge Leute anziehen. Ne? Gerade wenn der auf seinem Kanal sonst auch so dieses ganze. Ja, ein Schuh können echt. Jede Menge Leute können Schuhe anziehen. Da hast du absolut recht. Ja, ja. Also aber auch der also fast. Die Mehrzahl aller Menschen können Schuhe tragen. Vor allem, es gibt ja mehr Schuhe als Menschen auf der Welt. Es gibt mehr Füße als Menschen auf der Welt. Das heißt, es ist gar nicht so dumm, Schuhe zu verkaufen. Och, Mensch. Ich hasse dieses Ding. Mit weg damit. Weg damit. Oh, nicht zu mir. Hier in die Mitte können wir es machen. Und die Frage ist, wie viele Leute interessieren sich für dieses Technical Gear? Welcher Schuh gefällt dir besser? Du musst einen Schuh wählen und mit diesem Schuh musst du dein Leben lang zu jedem Abiball, zu jeder Hochzeit gehen. Ja, da will ich den linken nehmen, weil ich mag dieses braun-ocker-Zeug überhaupt gar nicht. Nee. Aber gut, kommt natürlich auch. Und mit dem linken bin ich gut getarnt im Wald, wenn ich mit meinem Ross... Kommt auf an, welcher Kampfeinsatz. Wenn du in der Wüste unterwegs bist, willst du natürlich die Ocker haben. Ja, aber du bist ja gerne im Wald, deswegen. Schon mal über einen Schuhlöffel nachgedacht? Tatsächlich nie. Tatsächlich nie. Einlagen? Nee. Auch nicht. Nee. Bist noch jung. Ich glaube, Schuhlöffel, in dem Moment, in dem ich einen Schuhlöffel kaufen würde, würde ich mir wirklich einfach so einen Sack Türklinken ins Gesicht hauen, weil ich merke, nein, du bist kreativer Anarchist, du kaufst dir keine Hausschuhe, du kaufst dir keinen Schuhlöffel, du kaufst dir nicht so einen komischen Schäler oder sowas. Ja. Nee, du bist ein Anarchist, du bist jugendlich, du bist frisch, du bist pfiffig. Aber nicht sowas. Aber no judge, ne? Wenn jemand irgendwie sagt, er will einen Schuhlöffel haben in deinen näheren Umgebungen und Bekanntenkreis, dann fändest du das jetzt nicht schlimm. Ich würde es natürlich verurteilen, aber nicht. Also wenn jemand halt wirklich gerne einen Schuhlöffel haben wollen würde, ne? Dann wäre das jetzt kein Problem. Ja, nee, ich würde es verurteilen, aber nicht laut. Okay. Ich würde es still in mich hineindenken, was für ein erbärmlicher Kasper. Schäbe ich auch, oder? Kommt drauf an. Muss nicht sein. Okay. Also, Technical Gear ist, glaube ich, gefragt. Wir haben im Titel haben wir gute Namen. Ich glaube, das ist ein Klicker. Ich sage, Military Boots Review, wir sind bei, aber die Qualität ist schlecht, wir sind bei trotzdem 2000 Klicks. Ich hätte sowas, ich muss jetzt meine Schätzung noch mal an deine anpassen, kurz. Mhm. Weil ich was anderes gesagt hätte. Jetzt muss ich mich noch mal gucken. Also du bist so ein Arschloch. Oh Gott, und die Kommentare wieder. Oh Gott. Ja, weil jetzt, nee, weil ich wollte eigentlich was sagen, aber jetzt hast du das gesagt. Oh Gott, wenn ich noch mal geboren werde, dann wirklich setze ich alles dran, dich nicht kennenzulernen. Wirklich alles. Das schaffst Frank du nicht. Elster Masterclass, nee, fick dich. Nicht. Ich bleib das schön in der Rhein-Neckar-Zeitung und mach Journalismus. Nein. Bild der Frauverleihung, da finde ich nicht. Doch, das goldene Lenkrad, da, schön, wenn wir da finde ich dich. Nee, im zweiten Echo-Verleihung, nein. Da finde ich dich. Doch, nee, du nicht könntest, im zweiten Leben. Ist aber eine geile Challenge, ist eine geile Sendung. Zwei Leute werden noch mal geboren und der eine muss versuchen, den anderen zu finden.
Wie lange dauert's? Das finde ich geil. Ey, ich würde mich richtig gut verstecken vor dir, ganz ehrlich. Weil mein Leben war wirklich astrein. Es ging immer bergauf, bis ich dich kennengelernt habe. Die Rhein-Neckar-Zeitung habe ich über den Bahnsteig geschrieben. Ich habe dein Leben überhaupt erst möglich gemacht. 1420. Gewisserweise stimmt es. 1420. Ohne dich wäre ich nichts. Ich wäre auch ohne dich nichts. Okay. 1420. Hä? Ich sag 2000, du sagst ein bisschen weniger. 1420. Und wir lösen auch. Ja, ein bisschen weniger. Nein, alles gut. Diesmal ist alles in Ordnung. Finde ich voll in Ordnung. Obwohl es ja nicht mal die Hälfte ist. Gib mir Punkt! Dumme Erklärung von vorhin. Fuck! Saturday, Sunday, Brad. Ich bin so ein TikTok-Boy, ich sag's dir. Alter, so eine riesige Maschine, nur um eine Fischkarte zu erzeugen? Wie riesig ist das? Fischposter, ey. Ja, ach so, das ist das mit den Vorwahlen hier. Ja, ja, okay. Floti, weißt du noch, als wir mal in diesem Maschinen-Circle waren, über Wochen hinweg immer Maschinen-Videos angezeigt bekommen haben, in jeder Dings? Ich will das nicht. Aber das ist ja schon cool. Oh, Moment mal. Motorenfabrik. Motorenfabrik. Holland. Ah, Fabrik. Die Marine Diesel Engine. Ja, das sind die guten alten Maschinen. Da schaut man sich doch gerne nochmal an mit Innenleben. Du kannst genau sehen, wie funktioniert eigentlich so ein Dieselmotor. Aber es muss noch was passieren, meiner Meinung nach. Aber das ist ein Motor und der treibt die Schraube an. Oh, da freue ich mich gleich drauf. Habe ich schon richtig Bock drauf, aber jetzt müssen wir uns erstmal damit rumquälen. Also, wir haben Schnitte. September 49. Wir haben eine gute Benennung, würde ich sagen. Ich glaube, das könnte Klicks haben, Dürm. Was hast du 1959 schon geleistet? Ey, gar nichts. Ey, in dem Jahr wirklich nur komplett einfach schön Sofa, GTA San Andreas und schön... Ja, war aber auch ein Chiller-Jahr. 1959 war ein Chiller-Jahr. War ein komplettes Chiller-Jahr, da ging gar nichts. Die ganze Welt hat einfach gesagt, lass uns einfach dieses Jahr abhaken. Schon im März haben die gesagt, weißt du was, das Jahr, lass uns das streichen aus den Geschichtsbüchern, da passiert dann. Du, in zwei Jahren bauen wir eine Mauer, so, da müssen wir uns erstmal ausruhen bis dahin. Los geht's. Hast du kurz gerechnet, geschichtlich, ob das stimmt, was ich... Nee, ich hab da gerade echt an die Leute gedacht, die die Mauer gebaut haben und dann wird die eingerissen und die sagen, Leute, wisst ihr, wie fucking viel Arbeit das war? Macht doch eine Tür rein oder so. Ganz viele Türen. Also an jedem Meter eine Tür. Ja, das wäre völlig geht doch auch. Ja? Und dann wäre ein Auto halt eine große Tür. Aber macht das doch nicht kaputt. Also, sorry. Ja, vor allem Denkmalschutz hin oder her, ne? Beziehungsweise alle rufen nach Denkmalschutz, aber bei der Nummer, ne? Einfach alles weg. Ja, nee, ist ein Thema, ist ein wichtiges Thema. Ja, ist ein stoß das mal an, bitte, ist ein durch deine, hast du deine Kanälen. Ich glaube, wir haben ja durchaus eine Menge Clip. Mir gefallen die Schnitte, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir gefällt der nüchterne Stil. Ich glaub, du hast die Fischkarte gezückt, du musst. Ich glaube, wir sind hier bei 3100. Oh, Florentin Will. Wagt sich. Hätte ich gewonnen, hätte es mich nicht gewundert. Maschinen. Ja, ja, das bringt mich gerade so richtig unter Zugzwang. Gutes Format auf Rocket Beans TV. Weil ich ja schon sage, dass diese Maschinen für geschichtsinteressierte Menschen interessant sind. Bin mir aber nicht sicher, ob das ein Channel ist, der auch gut besucht ist. Und ob die Industrie 5D6 aus Holland nun wirklich so eine Maschine ist, die man sich reinziehen sollte. Ich bin drunter. 1400. Lars nimmt den einfachen Weg, nimmt einfach das, was die Statistiker ihm vorgerechnet haben. Gut, so kann man dieses Spiel auch spielen. Ob er damit durchkommt. Klicks ist ein Maschinensport. Mhm. Du musst die Statistiker fragen. Und ey, aber das wär's doch auch mal, oder? Wir beide gegen eine KI? Oh. Könnt ihr da draußen, könnt ihr eine KI programmieren? Doom. Mach mal eine KI. Wahrscheinlich, wir würden wahrscheinlich gegen den Zufallsgenerator verlieren, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Der einfach reicht, Zahlen also, zwischen 0 und 1000 zufällig generiert. Ja, nee, nicht mal. Du musst immer die gleiche. So der Durchschnittswert von YouTube, das reicht. Genau, ich hab ein Programm programmiert, das einfach immer 17 schätzt. Ja. Und wir verlieren Folge um Folge. Konstant, weil wir uns nicht trauen zu geiern und einfach 18 sagen. So, gib mir bitte meine Pünktchen. Das sind 2 Punkte für Florentin Will. Er könnte hier den Anschlusstreffer erzielen, aber dazu muss er erstmal gewinnen. Bitteschön. Das Ding hat 3. Nein! Oh Gott, bin ich gut! Da zählt's nämlich. Ja, für die Spannung komm ich ist es zurück. Gut. Klar, mein Fernsehmacherherz lacht, yes. Aber mein Klicksherz weint. Russisch-orthodox in die Richtung.
So, und ich habe eine kurze Erkundigung in deine Richtung. Und zwar, wie heißt ein russischer Sänger? Wladimir Putin kann ganz gut singen. Wunderbar. Also, ein kleiner Chor. Nee, oder wie hießen die? Tattoo. Oh ja, stimmt. Tattoo. All the things she said, all the things she said, running through my head, running through my head. All the things she said, this is not enough. Ist das Tattoo? It's not enough. Toll, wirklich. Gutes. Das war ein Skandal damals, weil sich zwei Frauen geküsst haben, ne? Und es ist noch nicht so lange her. Riesenskandal. Russland natürlich. Vor allem. Ach, schön. So ein paar Traditionen. Sind doch ganz nett. Ja, gut, klassisches Video von irgendeiner öffentlichen Veranstaltung. Haben die da Gewürze? Kriegen die Zimt zum Abschluss? Hat der Spaghetti in der Hand? Gerade Gewürzgurken. Ist es so das Kochmilitär oder was? So der aber Militär muss es ja auch Koche, Köche geben. Klar. Es gibt Sänger, es gibt Ärzte und es gibt Köche. Und das ist der Spaghetti-Beauftragte. Kamerad, zu jeder Zeit 300 Gramm Spaghetti in der linken Hand. Aber, jawohl. Aber die sind gut aufgeteilt, die Aufgaben. Er hat keine Ahnung, wie man die kocht. Er weiß nur, wie man die trägt. Aber er hat das Oregano dabei. Das heißt, wenn die sich im Felde zusammentun, General Oregano, dann können die eine schöne Spaghetti Pomodoro machen. Aber wenn der Oregano-General tot ist, ja, dann haben wir ein Problem. Dann ist der Krieg verloren. Oh nein, er ist gefallen. Jetzt haben wir nur noch ganz fade Pomodoro. Scheiße. Naja. So ist ja damals tatsächlich auch der Krieg geendet. Als der Oregano aus war, war der Krieg vorbei. Apropos, wer Lust hat auf Militärverkostung, schaut mal bei Löffelmesser Gäbel vorbei. Ja. Schröck und Colin testen Bundeswehrnahrung. Guck mal, wie viele Querreferenzen, wie heißt das, schaffen wir pro Folge? Ich habe heute schon Zugzwang gesagt, ich habe alles Mögliche falls gesagt. Du hast jetzt Messelgäbel-Löffel gesagt. Vielleicht kriegen wir noch drei hin. Mal schauen. Ich sage, wir haben kein Gesangsformat auf Rocky. Das ärgert mich jedes Mal. Jeden Tag gehe ich durch diese heiligen Hallen hier, denke mir, was hier schon alles passiert ist. Aber hier wird nicht genug gesungen. Aber weißt du, was meine Lieblingsnote ist? Die Fis-Karte. Ich dachte, du sagst D-Molskau. Also, kyrillisch im Titel. Was heißt es? 2. März 21 bedeutet, oh, wie ich einfach März sage, obwohl da gar nicht März steht, sondern auf kyrillisch. Aber ich habe das einfach gelesen. Könnte auch Mai sein. 2. Mai? Was sagst du? März oder Mai? Ja, R würde ich schon eher auf März klingen, aber es ist reine Spekulation. Da kann ich natürlich deinem kulturellen Wissen nichts das Wasser reichen. Mal wieder nicht. Okay, wir sind hier bei 6 und oh, scheiße. 56 Klicks. Oh, nein. Nee? Ist Quatsch? Das ist doch gerade mal 2 Monate altes Video. Das hat niemand angeschaut. Doch, die ganze Versammlung hier. Aber auch hier guckt man die Filme alle mit. Nein. Ja. Das Gesamtinteresse wird immer geteilt durch 8 verschiedene Leute, die es gefilmt haben. Wir sind hier bei 25 Klicks. Florentin, das könnte schon fast die Entscheidung. Man kennt fast keine russischen Wörter, ne? Ja. Also auch so 1, 2, 3 oder so kennt man nicht. Aber wie heißt eigentlich ein russisches Wort? Blobos? Blobos? Ja. Yatebialibiu. Хорошо. Habe ich früher. Du bist so bewandert, du bist so weltbewandert, Lars. Habe ich früher beim Volleyball. Beim Volleyball, weil du ja immer sagst, ich bin so einseitig und ich erzähle immer über Volleyball und so weiter. Habe ich beigebracht bekommen von meinem Teamkollegen, der Russisch sprach. Und ich habe gefragt, was sage ich denn, wenn du was gut gemacht hast, einen guten Schlag hinbekommen hast? Und dann meinte er, Хорошо. Hör jetzt endlich mal auf, mich immer zu drangsalieren. Immer ungünstig zu sein. Du bist echt ungünstig. Hör mal auf! Alter, die Scheibe, die bricht auf mein Genick! Ah, jetzt hat er aber Angst bekommen. Ich kenne Florentin Wills Blick, wenn er wirklich Panik hat. Das war er, ja. Er hat Todesangst gerade. Ich sag 25, nee, ich sag 56, Florentin ja, sagt 25. Ja, bitteschön. Fisch, Kartenfluch.
Come on. Da! Yes! Verwehrt! Ausgeglichen! Keine Chance! Weiter geht's. This is a test to demonstrate the QSK full break-in capability on CW. Aber Funk im weitesten Sinne scheint auf YouTube auch ein. Wird ignoriert. Wird einfach nicht angenommen. Nee, das kann ich dann ernst sein. Das kann ich dann ernst sein. Geil. Ist natürlich kein Undercover-Video. Down. Hast du Radio auch nur im Ansatz verstanden? Nee. Null. Nein. Gar nicht. Aber ich habe auch Telefon nicht verstanden. Ja, nee, überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie Telefon funktionieren soll. Also mit einem Telefonkabel kann ich es ja noch eher verstehen. Aber wireless? Ja. Wie soll das denn gehen? Aber ohne Witz jetzt, Florentin. Ich habe auch immer Angst, das nachzulesen, weil dann denke ich mir, irgendwann dann klappt es nicht mehr. Nicht zu viele Fragen stellen, sagen die Leute, ja, stimmt, du hast recht, das hat überhaupt keinen Sinn. Und dann geht's nicht mehr irgendwie. Für mich ist Technik echt Magie. Nicht drüber sprechen. Nee, okay, wir sprechen nicht drüber. Aber solche Videos hatten wir auch schon ein paar Mal, ne? So, Radio, glaube ich, hat für viele noch eine gewisse Romantik, ne? So dieses in ferne Welten senden, oh, ja, da kommt was durch, rauschender Ton und so. Was glaubst du, was war unser längstes Telefonat? Von uns beiden. Boah. Haben wir schon mal so gesagt, wir telefonieren heute? Nee. Nee. Ich habe mit allen aus der Masterclass schon mindestens einmal telefoniert, stundenlang. Ja gut, aber dich muss ich ja ständig sehen. Ja, wir sehen uns ja ständig. Stimmt auch nicht alles, was ich gesagt habe. Also, der Titel ist gar nicht so schlecht. Es ist ein Full Break-in Test. Aber auch hier, ne, wenn das ein YouTuber wäre, der ständig über Radios filmt, wahrscheinlich schon. Ne? Das wird ein Kanal rund um Radio- und Funkfreunde sein. Ah, das ist Morse! Das ist ein Morser. Ein Funker? Funker, Mariechen! Kannst du mit Morse was anfangen? Ist das für dich ein Trend 2021? Nee. Morse? Ich könnte mir echt vorstellen, dass es zurückkommt. Gerade in so der Hipster-Bubble, dass du wirklich sagst, so Kommunikation, Social Media ist zu weit gegangen. Hashtag Social Media ist zu weit gegangen. Hashtag zurück zu Morse. Sodass du sagst, okay, wirklich Kommunikation auf das Minimum, auf das Nötigste zu reduzieren durch Morse, weil es so viel Arbeit ist. Und es ist wahnsinnig zeitgemäß, denn wie wir in Corona-Zeiten gelernt haben, wenn du sprichst, werden ganz viele Aerosole ausgestoßen. Ja, wohingegen, wenn wir in Zukunft einfach... Nee, oder verstehe ich nicht. So. Das war das kleine Morsespiel, das wir vorbereitet haben für heute. Das Rocket Beans TV Morsespiel. Einmal am Tag verscharren sich die jungen Leute vorm Empfänger. Gleich kommt's wieder. Da kommt das Morsespiel. Also. Podcast. Gibt's schon einen Morse-Podcast? Mopo, Alter. Ein Morse-Podcast. Oh, das wäre doch geil. Für so richtige Morse-Freaks. Wow, okay. Das ist gut. Ich sage, ich muss mal nach vorne preschen. Ach nee, du hast Fischkarte. Ich habe die Fischkarte als letztes. Beziehungsweise ich habe als letztes geschätzt. Du musst. Ja, ich glaube, es gibt schon eine gewisse eingeschworene Gemeinschaft, die Bock auf sowas hat. Und wenn der jetzt ein neues Gerät hat oder so, Break-In-Test nehme ich mal an, so ein neues Gerät, jetzt das guckt er sich mal an. Kann natürlich schon was dabei rumkommen, aber auch nicht viel. Ich glaube, wir sind hier im Bereich von unterschätzt mir die Morser nicht. Wir sind bei 390. Oh, suavemente, besame. Warum sollte das 300 Klicks generieren? Warum habe ich gerade einen Punkt bekommen eigentlich? Wo ist das Regelwerk jetzt wieder falsch abgebogen? Geh mal an. Oder wieso führst du denn? Ich hab auch gerade einen Punkt bekommen. Ich weiß nicht warum, aber ich hinterfrag's erstmal nicht. Ich wollte es nur anmelden am Finanzamt, aber ich wollte es nicht hinterfragen. Die Grafik ist schwierig, aber stimmt das, was gerade dran steht? Nee, ne? Stimmt nicht, was da steht, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, also... Naja, geh mal ans Ende bitte vom Video. Ich will wissen, ob da noch was kommt. Deine Abmod oder so. Kommt noch ein Morse-Outro.
So there you go, folks. Thanks for watching. Ja, okay, thanks. Thanks for watching. Wir haben 99 Klicks. 99 Klicks, sagt Lars Erik Paulsen. Ich hoffe einfach, dass es 99 Klicks hat, ehrlich gesagt. Weil dann hätte ich eine gute Chance. Ich hoffe, es hat 93. Ja? Also ja? Einer von uns beiden wird hier zurückstecken müssen. Wer von beiden es tatsächlich sein wird, das seht ihr jetzt. Ja, die Morsa! Die kleinen Morsa! Wie steht's jetzt? Ich muss es wissen. Jetzt steht's 5-6. Yeah. Wobei. Was? Wie steht's denn jetzt? Down here in sunny Nova Scotia. And we have a very special puppet show today. Kanada. Featuring two guests that have never done a puppet show. Das ist ein Frosch oder ein Krokodil? I hope you like it. They are Frosch? Also Drache? From the pond, of course. Frosch, some Frosch. Friends Frosch. Of mine. Nee. Town mouse Doch. And country mouse. And hat ein Krokodil 8 Beine? Town mouse nee, 6. Busy trying to figure out what is das eine Ratte oder ein Elefant? I have my special dining table. Would you like that? Oh, weißt du, worauf ich da mal Lust hätte? So mal einen ganzen Tag so reden wie so Puppen, die immer nur sich so bewegen, wenn sie reden. Und immer, wenn ich was sage, dann bewege ich mich auch. Ja. Lars, schön, dass du da bist. Florentin, gut, dich zu sehen. Ich wollte dir eh noch was erzählen. Was denn? Mir gestern passiert ist. Aha, erzähl mal. Ich schlief gestern in meinem Bett und dann, als ich fast eingeschlafen war, kam ein riesiger Krokodil zu mir in mein Zimmer und wollte mich fressen. Wie groß? So groß. Ja, guck mal, vielleicht ist das unsere neue Zielgruppe. Das ist die Reaktion, die wir bekommen vom Publikum. Das Baby auch so, ja, der war gut, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Da habt ihr, ja, das mit dem Krokodil war geil. 5-6, das ist nur, weil du das gerade gesagt hast. Ihr habt doch keine Ahnung, wie viel steht gerade in der Regie. Doch, es wurde nochmal nachgerechnet. Wow! Ja, da muss ich ja jetzt glänzen. Okay, das ist eine Saturday Morning Puppet Show. Ich finde es total cool, für Kinder gemacht. Aber ob das so viele Leute sich reinziehen? Vielleicht ist es so in der Corona-Zeit von einem Lehrer, Grundschullehrer. Ja. Zeig mir das Kind, das eine Aufmerksamkeitsspanne von 14 Minuten hat. Ja, viel Spaß. Ja. Aber finde ich nicht schlecht. Besser, als dass sie sich diesen weirden Kram geben, der sonst auf YouTube so für Kinder produziert wird. Ja. Also inhaltlich, und so, ne? Also inhaltlich kann ich die Geschichte jetzt natürlich nicht bewerten. Ja, Kürze, ja, aber, ja. Aber ich finde es süß. The Town Mouse and the Country Mouse. Ich finde es schön, es ist sozial und cool. Aber ach, guck mal, eins ist die Stadtmaus, das andere ist die Landmaus. Welches ist die Landmaus? Ja, die spielen nicht mit Klischees, das mag ich. Ich mag es, wenn auch Puppentheater subtil ist. Anders, und die nicht Stereotypen anders, bedienen. Ja. Finde ich gut. Aber ich glaube, Kinder brauchen Stereotype. Nee. Nicht Stereotype, aber klare Figuren. Sonst ja. Sie das nicht. Ich sage, aber es ist eigentlich ganz gut, wenn man nicht immer schwarz-weiß malt und gut und böse und so vielleicht auch mal ein bisschen verschwimmen lässt. Hast du absolut recht. Ich möchte dir zustimmen. Ich finde, du hast absolut recht. Danke, Lars. Jetzt, was ist deine Schätzung? Nein! 89! Oh, das tut weh, weil ich nicht. Oh, ich fühle mich wieder nicht gut. Ich fühle mich nicht gut. 89! Oh, ich habe Bauchschmerzen. So gut! Ich fühle mich nicht gut. 89, ich glaube, da hast du zu wenig Vertrauen in die kanadische Puppenspielerwelt. Aber auf der anderen Seite, wenn es halt, du hast schon recht, weil du stellst dir gerade vor, so eine kleine verschlafene kanadische Grundschule. Normalerweise macht da der Lehrer immer das Puppentheater, aber da jetzt mit Corona sind alle im Homeoffice und dann macht ihr das für zu Hause und dann gucken sie Leute sich das an, klicken das an und lassen im Tab laufen. It's Friday night. Nee, ich geh doch mal drüber. 130. 130. 130. Eine Lösung ereignet sich jetzt gleich für einen von uns beiden. Ich bin gespannt, wer es sein wird. Bitte, bitte. 4 Pilsen.
wichtig. Das wäre auch echt. Jetzt müssen wir aber eigentlich noch auflösen, wer das Undercover-Video gewonnen hat. Weiter geht's, nächstes Video. Wir müssen eigentlich noch auflösen. Ja, komm, nächstes Video jetzt. Aber wir haben leider keine Zeit mehr. Hä, bist du blöd? Mach jetzt noch ein Video. Mir sind die Hände gebunden, Lars. Alter, du bist schäbig. Rosen? Das ist ein deutsches Video. Ist das ein deutsches Video? Dann gibt's nämlich nochmal deutsche Punkte und dann kann ich gewinnen. Wir schauen mal zu. Hello, World. Hallo, Lars? Ey, wirklich, exakt so stelle ich mir Florentin Will in 20 Jahren vor. Auch genau in der Wohnung. Genau in der Wohnung. Ich will die Tapete, ja. Oh. Wäre ja schon wieder modern, die Tapete. Leider nicht deutsch. Doch, das ist deutsch. Das ist ja deutsch! Naja, das Lied ist deutsch. Ja, ja, aber deutsche der Typ Sprache. Ist nicht deutsch. Deutsche Sprache heißt es. Wir haben ja sogar, wir haben sogar bei Österreichisch und so haben wir gesagt. Doch klar, Deutschsprache. Nein, wenn ein Amerikaner ein deutsches Lied singt, ist es ein amerikanisches Video, kein deutsches. Nein. Doch, natürlich. Deutsche Sprache. Nein. Hey, du kannst doch auch gewinnen noch. Was soll denn das? Das ist ein deutsches Video. Der spricht Deutsch. Wie viele Beweise brauchen wir noch? Nein, der singt ein deutsches Lied. Wenn du ein englisches Lied singst, dann ist es auch kein englisches Video, wenn du Deutscher bist. Aber woher weißt du, dass es nicht in Deutschland gedreht wurde und ein Deutscher ist? Schau den Titel an. Rosen von Musurio. Musurio Shen Senior Christoph Burger, das ist kein deutsches Video. Du hast gerade eindeutig deutsche Wörter vorgelesen. Nein, also die Regie muss entscheiden, Johanna muss entscheiden. Johanna sagt nein, das sei irgendwas. Ich Usbekisch? Werde das jetzt nicht sagen, weil das ja völliger Quatsch ist. Nein, okay. Okay, dann ist es halt kein deutsches Video. Einmal mehr stecke ich zurück. Aber ich kann ja immer noch hier gewinnen. Und dann würde ich immer noch einen Unentschieden heute mal forcen. Also. Gibt's nicht. Unentschieden gibt's nicht. Du musst anfangen. Also, ist es ein schönes Lied durchaus. Ich kann mir vorstellen, dass der eine gewisse Kultfollowerschaft hat. Oder halt auch gar nichts. Der Anfang ist ein bisschen holprig. Das kannst du alles rausschneiden. Do it, baby. 100, die häufigste Schätzung. Nein. 13 Klicks. Ich lasse mich beeinflussen von der Statistik. 13 Klicks. Ich bin schwach. Ich hätte es ihm gegönnt. Schwaches Fleisch und harte Mathematik. 100 Klicks sagt Florentin Will. Ich sag 13 Klicks. Jetzt geht's um alles. Wenn ich hier noch den Punkt hole, dann kommt danach das Undercover-Video und dann könnte ich zumindest noch mit einem Unentschieden hier nach Hause gehen. Sonst habe ich verloren. Wenn Florentin Will jetzt punktet, hat er gewonnen. Wir lösen auf. Come on, baby. 13, baby. Come on, baby. Ihr habt mir eingekotzt. So, jetzt führe ich 7-6. Ja, aber was heißt. Moment. Ja, jetzt lösen wir auf. Undercover-Video. Ja, aber was Wenn du recht hast, hast du noch einen Zusatzpunkt. Dadurch ist es unentschieden. Es gab noch nie einen Unentschieden. Du hast doch vorhin in der Statistik gesehen. Nein, das war bei den Runden, nicht bei den Folgen. Doch. Es gab noch nie eine Unentschieden-Folge. Doch. Ich habe nichts dagegen. 6 Stück sogar. Ich habe nichts dagegen. Wir können gerne in die Richtung gehen. Aber es gab wirklich noch nie eine unentschiedene Folge. Wirklich nicht. Wollen wir diesen Weg gehen? Weil wir können nicht mehr zurück danach. Wenn wir sagen, unentschieden ist ein mögliches Endergebnis. Weißt du was? 2021. Ja. Die Gesellschaft spaltet sich. Ja. Sie hassen sich. Sie streiten. Sie kommen nicht mehr zusammen. Wir kommen zusammen. Unentschieden ist möglich. Nee, wir machen noch eins. Also jetzt lösen wir erstmal auf. Undercover-Video, oder? Okay. Um zu gucken, ob wir überhaupt noch ein Stechen brauchen. Und dann gibt's noch ein Stechen. Come on, schneller. Ja, es ist das Undercover-Video. Nice. Von Flo? Oh, geil, Fisch-Tank. Aquarium. In diesem Video die Undercover-Karte gezuckt habt oder etwa die Fischkarte. Nice. Yes. Sehr gut gemacht. Pünktchen. Ausgleich und Stechen. Damit ein Stechen. Los geht's. Befinden sich im ersten okay. Jetzt kommt das deutsche Video. Jetzt kommt das deutsche Video. Oh, come on, baby, light my fire. Um mich ins Leere zu messen. Dafür können wir jedes beliebige Objekt verwenden. Wie also, es ist ein 40-minütiges Video zum Thema Shit. Energiemessung. Im Zusammenhang kann man auch Ich wette mit dir, was? Das ist kein
Was glaubst du, was das für eine Watchtime hat? Eine Average Watchtime? 3 Sekunden. Ja. Weiterzuleiten. Dieser nimmt diese, das ist auch eine geile neue Rubrik. Watchtime. Super Meta. Handwerkschule.de. www.zds-schornsteinfeger. Ach, das sind Schornsteinfeger. Das ist ja cool. Ich habe auch nie verstanden, was Schornsteinfeger machen, aber anscheinend sowas. Diese sind wichtig und sauber machen die. Sauber. Seite unausgefüllt. Gut. Kinder, jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Schornsteinfeger gibt es? Das sind jetzt so die Fragen, die wir beantworten müssen. Die Schornsteinfeger-Szene in Deutschland auf YouTube. Sind die connected? Sind die gut verbunden? Okay, also dadurch, dass unentschieden war, musst du anfangen. Weil du gerade noch ausgeglichen hast. Also das ist schon, glaube ich, kann ein Kernvideo sein. Ne? Das ist schon wichtig für jeden, der eine Ausbildung macht zum Schornsteinfeger. Aber man sieht die nie, ne? Weil die sind immer versteckt. Deswegen hat man da die Schornsteinfeger? Irgendwie auch Glück, wenn man sie sieht, wenn man die sonst nie findet, weil die immer versteckt sind. Gut getarnt auch, ne? Ja, aber solche Videos haben nie unter 200 Klicks. Erzähl mir deinen Nonsens nicht. Ich glaube, dieses konkrete Video hat durchaus über die Jahre, weil ich nehme an, das wird so eine 2014er Produktion sein, glaube ich, wird es über die Jahre schon ein paar Punkte aufgegabelt haben. Ich bin hier im Bereich von 1100, 1020, 1030, 1040, 900, 800, 1020. Oh, starke Schätzung, starke, scheiß gute Schätzung. Und ich krieg bestimmt gleich Druck, weil wir schon drüber sind, aber es fällt mir gerade richtig schwer. Die Punkte rasten. Wirklich? Geil? Fällt dir schwer? Das ist neu. Nee, ich habe gerade einfach Probleme damit, eventuell zu verlieren, weil ich ja eigentlich heute deutlich besser war als du. Ja, 1020 Klicks. Hat so ein blödes. Ich meine, du machst ja ein 40-Minuten-Video für eine Zuschauerschaft von unter 100. Da hast du schon recht. Naja, du weißt ja nicht, vielleicht wird es auf Lehrgängen gezeigt oder so und ist nicht primär für YouTube gedacht. Mhm. Aber 40-minütige Videos. Gaming. Ja, ja, hast du schon recht. Aber ich meine, teilweise haben wir auch 40 Minuten Videos, die keine 2000 Klicks haben. Also, du es. Das ist schon recht. Die Leute wollen Kino Plus und ich will meine Krone auf dem Haupt. Nee, 600. 600! Sagt der Paulsen! 1020, letztes Video, Stichentscheidung. Niemals wird es eine Unentschieden-Folge geben, sondern immer wird es einen Sieger geben und der wird jetzt festgelegt. Bin es ich oder ist es Lars Erik Larsen Paulsen? 600 zu 1020. Hier ist das Ergebnis für diese heutige Folge. Ja! Yes! Da kommt die Krone zurück! Da kommt die Krone zurück! Zurück auf den Weg! Anstrengende Folge, viel hoch und runter, aber ich sag mal so, verdient gewonnen. Dankeschön. Ich nehme diesen Sieg an. Ich nehme die Krone an. Her damit. Ich hab gewonnen, Freunde. Ihr wisst, was das heißt. Ich bin zurück. 2024, liebe Freunde. Da bin ich zurück. Wenn es so weitergeht, dann werde ich in Lars-Erik Pausen packen und zerdrücken. Und irgendwann wird diese Sendung meine sein. Keine Chance. Auf lange Sicht bist du chancenlos, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch, Florentin Will, für diesen Punkt. Und an euch wünsche ich noch alles Gute und lasst ein Like auf diesem Video da, wenn ihr wollt, dass wir wiederkommen. Dann machen wir das vielleicht auch, wenn wir uns einig werden über die Verträge. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann und adieu. Viel Spaß mit Kino Plus. Ihr habt eine gute Sendung verdient. Oh, noch eine Referenz auf eine Sendung. Sehr gut. Stark. Sehr gut. Ist das herrlich. Stark. Toll, Flo. Super. Bin ich ernsthaft, gewinnen macht echt Spaß. Ich kann dir das echt nur mal ans Herz legen. Versuch das auch mal zu machen, weil du fühlst dich die ganze Woche toll und den ganzen Abend noch fühle ich mich richtig toll. Nee, ernsthaft, probier's mal. Hm? Du hast es in dir. Scheiße, ich habe dir alles kaputt gemacht. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Paulsen und Florentin Will. Flixte!